Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es wieder um eine Kiste hier, eine Mythic Plus-Kiste in meinem Fall. Wir öffnen nämlich den Great Vault und zwar nicht mit nur einem Char, sondern insgesamt mit 4 Chars. Bei meinem Main wird hoffentlich ein gutes Item aus Mythic Plus drin sein und bei den Twinks war ich ein bisschen Raid unterwegs. Und zwar bin ich da so ein bisschen im LFR unterwegs, mit denen einfach ein bisschen Anima zu sammeln. Und ich brauche nämlich noch die ganzen Transmog-Waffen. Mit dem Set sind wir ja letzte Woche fertig geworden. Da haben wir ja hier die Schuhe rausgezogen, die ich schon 226 hatte, was nicht so nice war. Aber zumindest haben wir das Transmog-Set gekriegt. Jetzt brauche ich halt noch sehr viele verschiedene Waffentokens. Meine ganzen Twinks sind bei verschiedenen Covenants und dementsprechend will ich da alle Waffenvorlagen einmal mir holen. Gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Main an. Wir haben einmal geguckt, wir sind auf Tank und dann würde ich sagen, öffnen wir das Ding und bitte, ich könnte Schultern brauchen. Ich will jetzt nicht, ne, anmaßend sein, aber Schultern wäre nice. Nein, krieg ich schon wieder einen Hals. Oh boy, und eine Waffe. Oh, eine Waffe habe ich auch schon. Okay, was habe ich für einen Hals und was habe ich für eine... Also ich habe eine 226er Hals, wo ich Versa Crit drauf habe. Crit ist nicht optimal, aber Versa ist halt mein bestes Set. Und hier ist Mastery Crit drauf, das ist schlechter. Und dann habe ich eine Waffe, da ist Versa Mastery drauf, 223. Gut, jetzt habe ich hier eine 226er Waffe. Die ist tatsächlich ein kleines Upgrade, aber, großes Aber, das sind halt 3 Item-Level Upgrade und ich habe halt immer noch so viele 207er Items, die ich jetzt halt mal auf 226 oder hier auch den Ring 200, ne? Das ist halt so wieder so ein mickriges Upgrade. Klar, ich will jetzt nicht groß motzen, aber ich habe schon echt Pech in letzter Zeit, ne? Gut, nehmen wir die 3 Item-Level. Muss ich da wieder eine Waffen-VZ draufhauen? So, also, wir kriegen einen Key und ein... Warte mal, war ich ein 16er? Ah, anscheinend war ich irgendein 16er-Key, keine Ahnung. Ich habe letzte Woche einige Male versucht, meinen Mythic-Plus-Achievement mal fertig zu kriegen. Aber ja, das war so mehr oder minder erfolgreich. Gut, wir nehmen jetzt die Waffe, haben zumindest einen eigenen 15er-Key. Komm, lass es bitte. Nein, Nebel, das brauche ich doch nicht. Ja gut. Ja gut, das war schon mal nix. Jetzt würde ich sagen, dass ich sie gleich mal auf VZ. Was habe ich denn da vorher drauf? Lichtlose Kraft. Ach, lichtlose Kraft war dieser komische E nach vorne. Der ist, glaube ich, gar nicht so geil, ne? Komm, wir schauen mal, wie teuer er ist. Lichtlose, günstig, ich muss mich mal, glaube ich, nochmal informieren, vielleicht gibt es da eine bessere VZ. Ich wollte die eigentlich mal ausprobieren und war so semi mitzufrieden, aber wir hauen die jetzt einfach mal drauf, sonst vergesse ich überhaupt eine Waffen-VZ drauf zu machen, so wie ich mich kenne. Und ja, so, die packen wir jetzt drauf, jetzt bin ich mir überlegen, brauche ich die noch? Nee, da ist Mastery-Ding drauf, die kann ich jetzt eigentlich weghauen, ne, das hat die gleichen Stats, die werde ich sicher nicht brauchen. Weg damit! So, jetzt haben wir 0, irgendwas plus gemacht. Nichtsdestotrotz... Oh, warte mal, transmoggen kann ich es noch. Wir machen gleich mal hier das volle Programm. Das volle Programm. Tun wir das wieder drüber transmoggen. Haben wir die Waffe auch. Wunderbar. Und dann logge ich mal um und schau mal, ob ich vielleicht mit den Twinks ein bisschen mehr Glück habe. Und zwar, wie gesagt, war ich mit denen so ein bisschen im LFR unterwegs und ich hoffe, dass das ein oder andere Waffentoken mit rauskommt. Und da würde ich sagen, fangen wir hier mit dem Monk schon mal an auf meinem zweiten Account und öffnen auch einmal den Great Vault hier an der Stelle und hoffen, dass ein Token drin ist. Was ist das bitte? Kein Schildhand. Eine Waffe, wunderbar, da haben wir doch schon mal einen Waffentoken rausgezogen. So muss das sein. Die anderen Sachen haben wir schon. Okay, das ist doch jetzt erfreulich. Kann ich wieder das ein oder andere umtauschen an der Stelle? Das ist schon mal gut. Das nehmen wir. Perfekt. Ich habe auch letzte Woche 2 Waffentokens gedroppt bekommen. Also langsam geht es mit den ganzen Waffentransmogs ein bisschen aufwärts. Gut, dann können wir mit dem umloggen. Und zwar loggen wir dann auf meinen zweiten Druid hier, auf den Telar. Gucken mal, was wir da haben, beziehungsweise bei dem anderen müsste ich ja auch schon... Nee, okay, ich bin immer noch im Ladebalken. Ach ja, meine Ladebalken, ich sag's euch. Also ich war mit 4 Chars alle 10 LFR-Bosse und
habe zwei Tokens drin bekommen, jetzt nochmal so eins, also war schon erfolgreich. Jetzt gucken wir mal, was bei den anderen beiden Chars noch drin ist. Vielleicht haben wir ja noch einen Waffentoken drin. Ich habe es mir eigentlich schlimmer vorgestellt, die ganzen Waffentoken zu bekommen. Okay, was haben wir hier? Rücken und Hals. Gut, das brauche ich vom Transmog her alles nicht. Und auch vom Gieren brauche ich das nicht. Der Char ist jetzt 192. Schultern könnt ihr gebrauchen, ne? Aber die haben wir leider nicht rausgekriegt. So, weißt du, was wir jetzt machen? Wir schauen, was am meisten wert ist. 62 Gold. Komm, nehmen wir das hier mit. Das ist 62. Oder ich könnte auch Stygian nehmen. Ich bin am überlegen. Beim Twink Stygian zu nehmen? Ach komm, ich nehme Stygian. Scheiß drauf. Vielleicht bringt mir das irgendwann mal was. Keine Ahnung. Okay, da war nichts drin. Dann gucken wir jetzt einmal auf dem letzten Twink noch, was wir da drin haben. Vielleicht noch eine Waffe? Na, komm. Schade. Schade, schade. Eine Brust haben wir, einen Trinket haben wir und eine Hose. Kann er da irgendwas brauchen? Eine Brust braucht er nicht. Hose habe ich Legendary. Vielleicht das Trinket. Ich nehme mal das Trinket. Das ist, glaube ich, dieses Free Death Trinket. Ja, komm, wir nehmen das mal. Ich weiß eh nicht, ob ich irgendwann mal Stygian großartig verwenden kann. Okidoki, dann wären wir da wieder durch an der Stelle. War jetzt so semi-mäßig Main 3 Item Level Plus gemacht mit der Waffe. Ist okay, ich hätte lieber ein anderes Teil gehabt. Dann haben wir ja nochmal einen Waffentoken mit dem Twink rausbekommen, was Transmog-technisch doch eine feine Angelegenheit ist. Also so groß im Ganzen ist es okay gewesen. Ich hoffe aber, dass ich nächste Woche mal ein größeres Upgrade rausziehen kann. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gekriegt habt. Würde mich mal interessieren, ob ihr das krasseste der krassen Upgrades bekommen habt. Ich verabschiede mich, euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.